Was wird aus der ICE-Rennstrecke zwischen Bielefeld und Hannover? Vertreter aus Politik, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen waren heute im Bundesverkehrsministerium in Berlin, um darüber zu sprechen, und waren mitunter enttäuscht. Jetzt live aus Bielefeld. Ihre Lokalzeit OWL mit Markus Werner. Guten Abend. Ja, Deutschland organisiert sich gerade die Mobilitätswende, und dazu gehört auch, die Deutsche Bahn so attraktiv zu machen, dass es sich lohnt, den Autostau auf der Autobahn zu verlassen. OWL ist ja eigentlich ganz gut angebunden an Rheinland und Berlin, allein dank der halbstündigen oder der stündlichen ICE-Halte je Richtung. Aber europäisch betrachtet gibt es zum Beispiel einen Streckenabschnitt zwischen Warschau und Brüssel. Da kommt der Zug nicht sonderlich flott voran, zwischen Bielefeld und Hannover nämlich. Deshalb will das Bundesverkehrsministerium da mehr Tempo und hat als Eigentümer der Bahn gesagt, baut mal was Schönes für 300 Stundenkilometer. Nur die Leute, die da wohnen, würden gerne mehr gehört werden. Jetzt war Gelegenheit in Berlin. Kurz nach 8 heute Morgen. Flotus Bürgermeister Rocco Wilken auf dem Weg ins Bundesverkehrsministerium. Nach zuletzt ordentlich Frust überwiegt heute Morgen die Zuversicht. Wir werden heute vortragen, was wir eigentlich erwarten von einem Gespräch auf Augenhöhe und von einer Planung auf dem weißen Blatt und nicht mit vorgefertigten Skizzen und Ideen und Trassenfindungen, wo wir einfach das Gefühl haben, dass das nur Proforma-Dialoge sind, sondern wir gehen von einem echten Dialog aus. Mit dem Staatssekretär Michael Theurer. Er hatte die Gruppe nach dem WDR5-Stadtgespräch eingeladen. Gestern Nachmittag in Bad Oeynhausen macht sich die Reisegruppe auf den Weg in die Hauptstadt. Mit dem Gepäck Vorfreude, Aufregung, Frust. Wir hatten nie das Gefühl, dass die Deutsche Bahn uns wirklich zuhört und unsere Eingaben ernst nimmt. Und das hat sich alles jetzt gezeigt. Und wir wollen jetzt diese Öffnung und wir wollen eine echte Partizipation und keine Partizipationsillusion. Ihre Forderung an den Staatssekretär, kein Neubau der Trasse, damit die Fahrzeit zwischen Bielefeld und Hannover auf 31 Minuten reduziert wird. Stattdessen Ausbau der bestehenden Trasse. Anderthalb Stunden dauert das Gespräch, in dem Staatssekretär Michael Theurer die alten Vorgaben erneut verteidigt. Nur so sei der Deutschlandtakt zu verwirklichen. Ein Rütteln an dieser Vorgabe, kein Thema. Das konnte ich nicht zusagen, weil das ja also hier ein Gesamtkonzept für Deutschland ist, das ja auch entsprechend verabschiedet wurde von den Gremien der Bundesregierung und des Bundestages. Aber wir haben zumindest zusagen können, dass mit den Fachleuten nochmal erläutert wird, wie dieser Fahrplan zustande gekommen ist. Und wir hoffen, dass eben durch diese Fachaufklärung vielleicht die eine oder andere Frage noch geklärt werden kann. Das Fazit für die Vertreterinnen und Vertreter aus der Region, vorsichtig formuliert, wieder ernüchternd. Das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten und damit umgehen. Es sind faktisch alle drei Forderungen nicht erfüllt und es ist nicht darauf eingegangen worden. Und das müssen wir jetzt bewerten und dann werden wir weitere Schritte daraus ziehen. Das Bundesverkehrsministerium hat zumindest angekündigt, den Dialog weiterführen zu wollen. Das Interesse aus der Region hielt sich unmittelbar nach dem Termin aber erstmal in Grenzen.